Guck mal, den Zopf sogar, Digga. Boah, wie gut, Mann. Was, Digga? Steve Jobs hat er auf seinen Nacken, auf seinen Hinterkopf tätowiert, machen lassen. Komm, Leute, gucken wir mal, ob es eine neue Best Barbers-Folge gibt, ja? Krasse Frisuren anscheinend, ne? Gemalt und rasiert, Digga. Aber ein bisschen leiser. Der Great British Barber Bash. Oh yeah. Alter, Musikvideo, oder was? Drake am Start, oder? Okay, es ist ein bisschen laut. Oha. Bruder, wie sieht der aus, Mann? Wie Pitbull. Kennt ihr noch Pitbull, Leute? Cree? Original, ach so. Oha. Leute, das hat er da. Guck mal. Das ist doch das letzte Abendmahl, wo hier Jesus in der Mitte sitzt. Digga, das hat er doch jetzt nicht wirklich in sein Bart reinrasiert, oder? Oha, Digga. Ja, ist aber viel mit Stift gemacht worden, bestimmt. Auf jeden Fall viel gemalt, aber Digga, trotzdem. Aber Leute, ganz ehrlich, wer von euch würde so rumlaufen? Wer von euch würde sich so einen Bart machen? Ganz ehrlich, oder? Also, schreibt es mal gerne in den Chat, beziehungsweise in die Kommentare, Leute. Wer von euch würde sich das letzte Abendmahl unter seine Lippe rasieren lassen? Heftiger. Definitiv krass gemacht. Das ist schon wieder dasselbe, ja. Was kriegt der jetzt, Mann? Erstmal Seiten auf Null, der Bruder. Oh ja. Leute, was die mittlerweile für Videos machen, ja, die könnten auf jeden Fall ein Musikvideo produzieren, locker. Nee, oder? Hat er dem Ei auf den Nacken gemacht, Digga? Wow, aber guck mal, wie krass gut es aussieht mit der Schattierung. Was, Digga? Was hat der auf seinem Kopf? Wow. Boah, warum haben die das nur so kurz gezeigt, Mann? Oh mein Gott, Mann, was ist das denn? Las Vegas, was steht hier? Boah. Boah, guck mal. Oha. Der sollte Maler werden, Mann. Oha, da ist schon wieder hier. Oha, was hat der eigentlich für einen Nacken, ja? Guck mal, ist es Taj Mahal? Boah, das ist doch Conor McGregor, oder? Ey, das ist doch Dings, Mike Tyson, oder? Oh mein Gott, ich sag einfach irgendwas. Wer ist das? Das ist doch die eine von... Nee, ist die von Star Wars? Boah, krass, Mann, ey. Boah, Freddy. Heftiger Typ, ja? Tschüss, wie der auf den Kopf malt. Ich würde gerne wissen, wie viel sowas kostet und wie lange das dauert. OMG. Steve Jobs hat er auf seinen Nacken, auf seinen Hinterkopf machen lassen. Der hat sogar ein Apple-Zeichen hier, guck mal. Der hat sich da ein Apple-Zeichen reingemacht, Steve Jobs. Also, ich glaube, ich weiß, was für ein Handy und PC der hat, oder? Kann sein, oder? Ich denke, der hat ein iPhone und Mac, oder? Kann schon sein. Und anstatt zu schlafen, steckt er sich ein Ladekabel in den Arsch, damit er ja, sich aufladet. Oh, der hat sogar die Haare da vorne, da oben richtig gemacht, Mann. Alter, guck mal. Guck mal, wie Barack Obama aussieht. Digga, das hat er aber auf jeden Fall anders gemacht, oder? Boah. Wer ist das, Mann, Alter? Okay, die sieht aber ganz schön böse aus, Alter.
Voll die Gangster-Vampire, ja? Guck mal, der könnte auch ein Locker-Rapper werden. Der. Voll cool, Mann, ey, ohne Witz. Die haben auf jeden Fall Wiedererkennungswerte. Okay, jetzt kommt der. Achtung, der Zeichner. Boah, bin ich mal gespannt, was der jetzt reinmacht. Oha, Snoop Dogg. Bruder. Bruder, der hat den Snoop Dogg da reingemacht. Guck mal, und hier extra sogar noch länger gelassen. Was geht? Guck mal, mit dem Zopf sogar, Digga. Boah, geil, Mann. Gays, heftig, Mann. Heftig gut, Mann. Respekt, wie heißt der überhaupt? Man muss gleich mal gucken. Geil, Mann. Da bist du auf jeden Fall auf der Party. Wenn du auf eine Party gehst mit dieser Frisur, bist du auf jeden Fall der Hingucker Nummer 1. Ey, ich kann es mir vorstellen, wenn der da durch die Party läuft, wie viele Leute den antippen und sagen, ey, geil, Mann, zeig mal noch mal, na, darf ich mal an seinem Zopf ziehen und so, 100%. Guck mal, wie das aussieht, Mann, der Prozess zum Gesicht, Digga. Ey, und ich kann nicht mal Seiten auf Null rasieren, Digga, gerade. Und guck mal, was er macht. Mit einer Frisur oben. Guck mal, wie das aussieht. Hier. Heftig. Ja, da wird, guck mal, der malt mit Schwarz ein bisschen nach, aber egal. Sieht so heftig gut aus. Oha. Und da hat er auch noch was reingemacht. Also der steht auf jeden Fall auf Tribal, sein Vater. Oha, guck mal, wie gut. Ey, Leute. Ey, ohne Witz. Applaus. Original, auf jeden Fall. Okay, was macht er bei denen? Der ist ja schon auf Null alles. Ah, da oben. Ist ein Mandala, oder was? Boah, wie gut, Mann. Oh mein Gott, Mann, wie gut. Heftig, Leute. Ey, guck mal, wie schön das aussieht, Mann. Respekt. Krank, Mann. Boah. Ey, das ist auf jeden Fall was ich auch machen würde mit kurzer Frisur. Definitiv, Mann. Das würde ich auch mal ausprobieren. Das sieht so heftig aus, Mann. Was geht? Oh, wie geil das aussieht. Und ich kann mich noch erinnern, früher habe ich auch mal ein Tribal gewollt hier an der Seite. Der konnte nicht mal eine gerade Linie ziehen, der Typ. Und guck dir das einfach mal an. Wie kann man seine Maschine so gut beherrschen, Mann? Da ist er wieder. Pitbull. Okay, der hat auf jeden Fall fast Werwolf am Start. Mit seiner goldenen Maschine, ja. Also der hat auf jeden Fall seine goldene Maschine verdient. Der hat goldenes Rasiermesser, goldene Schere. Bruder, da muss ich aber jetzt sofort los. Boah, der hat aber seinen Bart stabil runtergekürzt, ne? Der war ja so und jetzt ist er nur noch so. Ein Hai. Er hat sich einfach ein Hai in den Nacken rasieren lassen. Okay. Ja, das wird doch ein Problem sein, oder? Also bei so einen hellen Haaren, da sieht man Tribals nicht so krass, ne? Nur bei dunklen Haaren. Aber bin ich mal gespannt. Die hat da ein Tattoo drunter, okay. Ah, okay, jetzt wird nur das Tattoo ausrasiert. Das ist auf jeden Fall ein Clip, wo ich sage, Digga, das gehört definitiv Best Barber in the World 2019 rein. Amazing Haircuts Design. Da hat der Friseur die Maschine genommen und einfach mal das Tattoo ausrasiert, das man davor schon unten drunter gesehen hat. Achtung, Zeichnung, Achtung, was kommt jetzt? Schreibt es jetzt in die Kommentare, was jetzt kommen könnte. Ich warte.
Leute, ihr habt jetzt genau 5 Sekunden Zeit, in die Kommentare zu schreiben, beziehungsweise in den Chat zu schreiben. Was kommt jetzt für ein Face? Ich bin mal gespannt. Ein Promi. Joker, sehe ich an der Fresse. Blake, dieses Gesicht mit dem Tribal. Joker, Osama Bin Laden. Bartmann, sein Face. Joker, Joker. Echt? Ihr schreibt alle Joker? Immer noch Joker? Hä, das ist doch dasselbe wie vorhin, oder? Das ist dasselbe wie vorhin. Warum kommt es nochmal? Hä? Warum zeigt ihr das nochmal? Total fail, oder? Warum kommt es nochmal? 0, 0, 0, einfach 0 machen. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt in seinen Kopf? Ey, sag bloß, es ist schon wieder dasselbe. Nein, es ist nicht dasselbe. Was kommt jetzt in seinen Kopf? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Ich bin gespannt. Let's go. Selina! Digga, der hat sich Selina auf seinen Nacken rasiert. Zum Glück ist es kein Tattoo. Selena. Vielleicht ist es auch seine Tochter. Mit Rose auf dem Nacken, Digga, ich schwör. Geil. Ich würde gerne mal wissen von euch, wer von euch würde sich auch sowas auf den Hinterkopf machen lassen oder auf die Seite. Ja, nach 3 Tagen ist es ja eigentlich weg, ne? Man könnte ja aus Spaß einfach mal was da drauf machen lassen. Aber die Frage ist, wie lange es dauert. Bis, wenn du da 3, 4, 5 Stunden sitzt, würde ich es nicht machen. Und die Frage ist, wie viel kostet es? Wenn es so 200-300 Euro kostet, ciao. No, no, that I don't make this. Sorry. Ihr wisst Bescheid. Supporten und so weiter. Das schadet keinem. Und so weiter. Auf jeden Fall, Leute, Daumen nach oben, wenn ihr weitere solcher Videos wollt. Und ja, ab in die Kommentare mit der Antwort zu meiner Frage, Leute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Peace out. Ich bin raus, euer Bartmann. Peace.